Seid gegrüßt, liebe Empire-Fans, herzlich willkommen zur 53. Folge von meinem Good Game Empire Let's Play. 53. Folge und ich mache schon Pläne für die 100. Folge, aber ihr habt ja gesehen, also 50 Folgen mal eben so weg, ne? Dachte, ich hätte gestern erst damit angefangen mit dem Zocken hier und so. War wohl nicht, ne? Ich habe einen super Tipp bekommen. Ich glaube, hier die Nachricht, die jetzt gerade mir angezeigt wird, die wird ja die Antwort darauf sein. Ich bin jetzt die ganze Zeit in-game gewesen. Hab gesehen, wir haben da einige Sachen, die uns wirklich interessieren im Moment. Ich habe ein paar Neuigkeiten, deswegen starte ich die Aufnahme jetzt. Aber ich wollte euch mal kurz eben einen Bug zeigen. Also heute Morgen melde ich mich an. Eher gesagt heute Nacht. Ich hatte ja die Aufnahmesession bis 2:30 oder so mit den Epics. Da haben wir Minecraft gezockt. Ich habe nicht aufgenommen, aber die Faily hat aufgenommen. Also die hat die ganzen Fails da aufgenommen. Ich habe mich diesmal mal ein bisschen zurückgehalten. Und ja, ab und zu muss man auch mal einfach so zocken, ne? Ohne das alles so aufzunehmen und so. Und ich brauche im Moment sowieso so ein bisschen, ja, mal ein bisschen Freizeit, kann man das sagen? Ich glaube nicht, weil das ist ja auch Freizeit, was ich hier gerade mache. Aber ja, so ein bisschen kein Stress danach mit dem Aufnehmen und mit dem Schneiden und so. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Auf jeden Fall habe ich dann heute Morgen versucht, hier die Dinger abzuholen. Und dann hat es mir jedes Mal, passt mal auf, Fehler. Errorcode 232, already collected. Das heißt also, dass das, ja, already collected heißt ja schon abgeholt, ne? Aber ihr seht, also ich habe nur den Aufseher 4 Stunden für Stein bekommen. Der ist mittlerweile schon abgelaufen, weil ich den heute Nacht dann bekommen habe. Ja, und irgendwie müsste es auch gewesen sein. Moment, irgendwas war doch da. Genau, der Steuereintreiber. Weil, ja, nee, doch. Bestechungszeit 19 Stunden noch. Oder nee, wir hatten das doch gestern bekommen, ne? Gestern haben wir für 2 Tage erhalten, genau. Ja, keine Ahnung, also irgendwie ist das hier ein Bug, vielleicht wird das mit dem nächsten Update dann behoben. Liebe Empire-Leute, falls ihr mein Let's Play hier seht, wir haben einen Bug, wir haben einen Fehler. Irgendwie konnte ich nur einen Teil abholen, aber gut, okay. Vielleicht habt ihr das auch gehabt, regt euch nicht auf, Leute, ihr wisst ja, Empire behebt diese Sachen immer ganz schnell. Vielleicht habt ihr ja Lust, mal eben den Support hier oben anzuschreiben oder so, ich klicke da jetzt nicht drauf, weil dann stürzt mein Fraps nämlich wieder ab. Ich bin natürlich auf der Suche nach einem neuen Aufnahmeprogramm. Ich habe von einer Bekannten, die nimmt selbst mit Bandicam auf. Allerdings würde ich mir das dann nicht direkt kaufen, sondern erstmal diese kostenlose Testversion nutzen, um zu schauen, ob das überhaupt besser ist, ob das überhaupt vergleichbar mit Fraps ist und so, ne? Also, ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich mir diese Aufnahmesachen, diese Aufnahmegeschichten auf jeden Fall ein bisschen einfacher mache. So, genau, ich möchte euch was zeigen. Und zwar sind die reisenden Ritter da. Ich habe schon ein paar Raubritterburgen heute Morgen angegriffen. Und ich habe also erst ein Reliktteil gefunden, aber ich werde jetzt schön diese 2 Tage immer mal wieder die Raubritterburgen angreifen und so weiter und so fort. Ich bin auf jeden Fall ehrgeizig, diesmal die 80 reisenden Ritter und die 80 reisenden Schützen zu bekommen. Die jucken mir ja auch ganz schön in den Finger hier, ne? Die 30 Wandeltürme und die 10 schweren Rammen, also so ist das nicht. Ich wusste nicht, dass das jetzt verkürzt wurde die Zeit. Es gab mal eine ganze Zeit lang, da waren die echt lange da, die reisenden Ritter. Und man hat wirklich ganz YOLO locker die Sachen holen können. Mittlerweile steht man ein bisschen unter Druck. Aber das finde ich auch nicht schlecht, weil dann muss man halt mal was dafür tun, ne? So. Dann ist der Herold vom Turnier da. Und wir haben 52 Ruhmpunkte bis jetzt geholt. Ich krüxel mir ein ab mit den Ruhmpunkten. Also wirklich, ich habe 3 Angriffe auf Burgherren gemacht. Und in den 3 Angriffen habe ich gerade mal 52 Ruhmpunkte geholt. Also das ist wirklich, das Event geht jetzt noch 7,3 Tage. Und ja, den Teilnehmerpreis, den möchte ich auf jeden Fall haben. Das wird kein Problem sein, die 116 Ruhmpunkte zu holen. Ja, aber Top 100, wir sind ja jetzt schon unter 137 und ja, die meisten Angriffe, die fetten Ruhmpunkte geholt werden, die gehen dann nachts halt. Ja, und morgen werden wir dann irgendwann ganz da unten sein, aber ist nicht schlimm. Hauptsache, wir bekommen den Teilnehmerpreis, ne? Also ich bin, wie gesagt, wie bekloppt hier Ruhmpunkte am Sammeln oder versuch's zumindest, aber nichts funktioniert. Ich mache gerade die Quests mit den Holzfällern. Ich glaube, mittlerweile müssen wir schon 5 haben. Ne, 4 immer noch, okay. Irgendwann werden das dann 5 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, die müssen wir jetzt auf Stufe 8 machen. Die sind dann immer noch nicht rot, die sind dann immer noch gelb, aber die nächste Stufe wird dann rot werden. Aber die haben so kleine Türmchen hier oben drauf, das finde ich auch total putzig. Der fahrende Händler ist wieder da und diesmal
möchte ich mal ein paar Rubinchen, die wir uns jetzt wirklich hart erarbeitet haben, auf den Kopf hauen, nämlich für mein allerliebstes Event, kann man so sagen, wenn man es möchte, in diesem Spiel, weil ich bin nämlich total verrückt hier nach der mysteriösen Kiste. Also, ich sag euch, Leute, ich liebe diese Kiste. Manchmal, also total oft wird man mit tollen Sachen beschenkt, die man eigentlich für 150 nicht bekommt. Ja, und selten habe ich dann mal Pech gehabt. Und wenn ich dann gleich hier ganz geknickt sitze, dann muss ich erstmal gucken, dass ich mich mit irgendwas anderes ablenke, wenn es voll in die Hose gegangen ist. Aber wir werden uns die jetzt gönnen hier. Wir werden uns auf die 50 Folgen, die wir hier schon rausgehauen haben, werden wir uns jetzt die mysteriöse Schatzkiste gönnen. Ja, okay, ich bin schon ganz aufgeregt. Okay, klicken wir an. Von besonders starken Werkzeugen bis hin zu Dekorationen könnt ihr alles Mögliche in dieser Kiste finden. Ja, und mittlerweile, also Quatsch, mittlerweile, ich erzähl schon wieder Blödsinn, ey, ich hau irgendwelche Wörter hier rein, die gar nicht passen. Es ist nun mal so, dass wir in diesen Schatzkisten tatsächlich Werkzeuge, meistens Ruby-Werkzeuge und, oder ich glaube immer Ruby-Werkzeuge, kommt halt drauf an, wie das Glück so auf der Seite ist, ne, ob es viel oder wenig sind. Ich hätte gerne ein paar Fahnen, kann ich jetzt schon mal kurz sagen, das wäre ganz cool. Aber am liebsten hätte ich natürlich irgendwie einen tollen Dekorations... wie wär's denn mit einem Tiosplatz? Das wär's, ne, wenn wir jetzt hier für 150 Tiosplätze kriegen würden. Aber meistens bekommt man irgendwie einen Aufseher oder so. Also das ist ganz in Ordnung. Meistens lohnt sich das wirklich, aber manchmal, da greift man halt so in die Scheiße rein, ne? Sorry für das Wort Scheiße, aber ich finde das nicht so schlimm. Ja, und dann hat man halt brum, 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 wie der Zonk so damals bei der Preis ist heiß. So, jetzt rede ich nicht lange drum rum. Ich bin super nervös, weil diese, ja, normalerweise hole ich mir diese Schatzkisten, wenn ich da Bock drauf habe und mal wieder so ein kleines Shopping-Erlebnis haben will. Aber diesmal haben wir ja richtig dafür geackert, ne? Also Wahnsinn. Es ist soweit. Wow. Wir haben für 85 Stunden den Holzaufseher bekommen. Für 85 Stunden. Also das nenne ich mal Pech. Ja, ich hätte natürlich super gerne den Steuereintreiber oder so gehabt. Okay, für Leute, die jetzt nicht so fette Außenposten wie wir haben. Aber gut, dann haben wir halt überall dann unsere Holzproduktion wieder neu und okay. Gut, wir haben deswegen jetzt gerade auch ein paar Pünktchen hier bekommen. Ich schau mal eben. Zack, jetzt klicken wir das weg. Noch eine holen wir uns nicht. Reicht. Also normalerweise, wenn ich jetzt nicht so nach den Rubinen gucken würde, hätte ich mir jetzt glatt noch eine geholt. Und wenn da wieder so ein Mist drin gewesen wäre, noch eine und noch eine und noch eine. Ja, aber eigentlich können wir uns ja glücklich schätzen. Okay, gut. Ich wollte euch das mal zeigen. Wir haben jetzt Glückskind Stufe 1 bekommen. 79%. Dann bekommen wir wieder 100 Rubine, also das geht, ne? Der gut gerüstet Stufe 4 hatten wir ja gestern zusammen gemacht. Und Kopfgeldjäger Stufe 2, schaut mal, das ist neu, ne? Wir haben also 9-mal die Zwielichtige besiegt und also 9-mal die Zwielichtige losgeschickt und ja, dann gewonnen. Ganz cool. Ich wollte jetzt mal schauen, hier Glückskind Stufe 1 ist, glaube ich, bei Herausforderungen, wenn mich nicht alles täuscht. Sammelt 2000 mal Rohstoffe und Münzen von den Bürgern. Ja, da sind wir ja auch ganz gut mit bei, ne? Seht ihr? Also immer wieder so nebenbei klicken, das ist schon ganz cool. 500 Ruhmpunkte müssen wir kassieren. Führt eine erfolgreiche Spionage bei einem Risiko von mindestens 90% durch. Das können wir auch mal nebenbei versuchen. Also 30 Pünktchen ist nicht schlecht. Ist hier doch nicht da. Ist, glaube ich, nicht da. Taktisches Genie. Gewinnt eine Schlacht gegen einen anderen Burgherrn, bei der ihr 0% der eingesetzten Truppen verliert. Ja, ob das jetzt so taktisch war, das ist nicht schwierig, finde ich. Das ist es auch nicht. Oder ist das Events? Ach ja, klar, das ist Events. Kauft eine mysteriöse Kiste beim Rohstoffhändler, genau. Kauft Ware beim Rohstoffhändler. Könnten wir jetzt auch tun. Ja, und jetzt müssen wir 15 Mal die Zwielichtige gestalten. Das läuft auch so nebenbei. Auf jeden Fall cool, ey. Und kommt beim großen Turnier Level 50 bis 70 unter die Top 100. Ja, da brauchen wir erstmal nicht nachgucken, ne? So, schön. Moment, ich wollte nur mal eben noch mal was gucken. Ja, da müssen wir jetzt keine mehr kaufen. Das haben wir jetzt geschafft. Wir könnten jetzt Ware beim Rohstoffhändler holen. Aber wie viele brauchen wir denn überhaupt noch?
355 von 450 Erfolgspunkten. Nö, das lohnt sich nicht. Da kriegen wir nur 10 Pünktchen für. Die sammeln wir uns anders. Wird ja auch immer mehr. Aber die Streithähne, die können wir mal wieder besänftigen. Ich bin gerade am Überlegen. Wir haben zwar jetzt weniger Holz, aber unsere Holzproduktion, die steigt ja jetzt durch den Aufseher. Deswegen werde ich den Steinmetzen recht geben. So. Belohnung. Ein bisschen taktisch spielen muss man auch, ne? Ihr seht also jetzt haben wir die Aufseher hier über die Holzfäller. Ja, 82 Stunden finde ich gar nicht mal so schlecht, ne? Überlegt mal, wie viele Tage das sind. Ich glaube, knapp 4 Tage. Ja, oder 3 Tage. 4, 8, 12. 3 Tage! Genau 3 Tage? Und 10 Stunden oder so? Ich weiß nicht. Ich kann jetzt gerade, unter Druck kann ich sowieso ganz schlecht rechnen. Aber ich habe noch eine andere Sache vor, eine tolle. Gleich drehe ich dann noch die Burgenfolge. Ich wollte eigentlich das so, so dranhängen, aber irgendwie verquatsche ich mich hier schon wieder. Deswegen muss ich die Burgenfolge gleich danach machen. Wir können einen neuen Turm ansetzen hier. Hier hatte ich mal die Farmhäuser so über Nacht angesetzt. Also wir machen jetzt hier 42,6 pro Stunde. Deswegen geht noch ein bisschen was hier. So, genau, die hier. Wir könnten natürlich jetzt auch noch die Kaserne auf Stufe 4 dann hochbauen. Haben wir aber im Moment keinen Stein. Ich bin gerade welche am Schicken. Zeige ich euch mal kurz. Dauert noch 1 Stunde 43, habe ich also vor 17 Minuten losgeschickt. Ja, würde 240 Rubine kosten, aber da würde ich mir lieber eine mysteriöse Schatzkiste kaufen. So, dann reisen wir. Und dann setzen wir einen neuen Turm an. Also das ist ja sowieso unser Plan jetzt. Oh, habe ich gar keinen Stein für, muss ich also warten. Dann werde ich noch ein Farmhaus, geht auch nicht. Okay, kein Problem, wir finden schon was. Holzfäller war ja, okay, dann bauen wir den Holzfäller noch ein bisschen aus. Ja, ich bin eigentlich so kein Fan davon, erstmal hier die ganzen Produktionsstätten, bis natürlich auf die Farmhäuser, die auf jeden Fall immer so nebenbei hochbauen. Aber erst mache ich immer meine ganze Burg sehr gerne, gerade jetzt, wo es wirklich nur noch Rohstoffe kostet, die in die anderen Königreiche zu schicken. Also, was soll's, ne? Wir haben eine gute Produktion. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, wenn ich jetzt nicht wieder so viel nebenher quatschen würde, ich habe den Barbarenturm ausspioniert. Dörfer sind hier mittlerweile noch keine gekommen. Ich gucke immer. Ja, und ich würde sagen, wir werden den jetzt mal angreifen. Eisige Leilani, weil das ist nämlich auch eine Quest. Die zeige ich euch gleich. Ich mache jetzt erst den Angriff. Und ja, ihr seht, ich kann euch mal zeigen, wie stark die sind. Der Nordmann mit der Axt. Hier sind nur Nordmänner mit Axt drin. Die haben eine Nahkampfangriffskraft von 109. Also die sind sowohl Fern- als auch Nahkämpfer. Deswegen mag ich die Events, die hier manchmal kommen im Eis. Da könnt ihr ja genauso wie die reisenden Ritter, könnt ihr manchmal hier die Überläufer haben. Und die Überläufer, das bedeutet dann, dass die... dass ihr die Möglichkeit habt, auch von diesen Barbarentürmen hier Kartenteile zu bekommen. Und ja, diese Überläufer sind dann halt super im Angriff und in Verteidigung. Die sind also vielseitig einsetzbar. Und ja, normalerweise, muss ich euch ganz ehrlich sagen, habe ich in meinen anderen Königreichen habe ich nur die jeweiligen Überläufer. Oder halt die Königsgarde, weil die kann ich ja bauen, weil meine Allianz ja da drüben eine Stadt hat. Da kommt übrigens auch bald was. Ich habe vor, also ich habe meinem Mann jetzt gesagt, ich werde jetzt die Burg Luanolde wirklich auf Vordermann bringen. Werde die so richtig schön, ja, wie macht man das, wenn man ein Auto verscheuern will, dann putzt man das erstmal und das mache ich jetzt mit meiner Burg. Werde die richtig schick machen und dann werde ich mal so eine ganz schöne... lange Folge nur mit Burg Luanolde machen. Ich werde euch die Stadt mal zeigen. Mal gucken, ob ich die Allianz mal zeigen kann, weil da sind wirklich super spitzenmäßige Spieler drin. Wir sind wirklich eine sehr hohe Allianz. Wir sind fast nur Level 70 Spieler. Und ja, da werde ich euch das mal ein bisschen zeigen. Da habe ich jetzt den Entschluss gefasst. Ich bekomme sowieso, oder eher gesagt mein Mann, der spielt ja im Moment die Luanolde Burg. Ich bekomme sowieso da so viele Grüße und ja, von den Leuten, die meine Let's Plays hier gucken, die halt nicht auf dem Deutschland-Server spielen, sondern halt auf dem internationalen. Und da bekomme ich, also mein Mann bekommt fast jeden Tag irgendwelche Mails von Leuten, ne? Und alles wirklich nur positiv, alles Leute, die sagen, hey, super, mach weiter und so. Also da, wirklich geil. So, genau, das haben wir jetzt. Aber die haben die Stärke in der Verteidigung gegen Fernkämpfer. Sind halt Nahkämpfer, ne? Sieht man ja. Haben die 45, die fressen 4 Brot, die brauchen 25 pro
pro, also für die Reisegeschwindigkeit. Und die haben Beuteplatz von 20. Also das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall mit Fernkämpfern angreifen, weil die da am schwächsten sind. Und jetzt schauen wir mal, wir haben leider nur 3 schwere Armbrustschütze. Ja, die haben 92 Fernkampfangriffskraft. Da, wenn wir nur die hätten, dann hätten wir keine Probleme. Aber wir haben ja leider nur die Armbrustschütze und die haben nur 39. Also da müssen wir wirklich ein paar losschicken, ein paar mehr losschicken. Da sind zwar nur sehr wenig drin, aber ja, da müssen wir auch wirklich von ausgehen, dass wir hier massenhaft verlieren werden. Ich werde es versuchen, auf jeden Fall. Werde auch die schweren Armbrustschützen jeweils auf jeder Reihe einen reinpacken, weil wir haben ja hier die Möglichkeit, 2 verschiedene Soldatenarten, Amazonenarten reinzupacken. Und das werde ich auch tun. Vielleicht haben wir Glück und die 3 schweren Armbrustschützen machen dann so ein paar kaputt da und dann kommen wir da mit den anderen durch. Also, ne, also es ist nicht so einfach mit den kleinen Soldaten hier. Diese Eiswelt, die ist schon gebaut eigentlich für die Level 5 Kaserne. Und ja, wir werden das jetzt einfach mal versuchen. Da sind ja Gott sei Dank keine verschiedenen Soldaten drin. Ihr seht, also hier sind überall die Nordmänner mit Axt. Also können wir das damit versuchen. Ich werde jetzt hier jeweils einen von reinsetzen. Und natürlich Werkzeug mitnehmen, ne? Also wir haben hier, glaube ich, noch keine Schilder. Doch, hatte ich ja letztens mitgenommen. Sehr cool. Also Schilder können wir auch mit reinpacken. Nee, können wir gar nicht. Können wir gar nicht. Obwohl... Wenn ich 2 Wellen schicke, könnte ich in die erste dann die 5 Leitern und in der zweiten dann die Holzschilder. So werde ich das tun. Also ich werde jetzt hier dann nur die schicken. 92 Angriffskraft, 92 Angriffskraft. Ist nicht viel, aber die werden auf jeden Fall 2, denke ich mal, von denen platt machen. Ja, und der Rest kann dann nachkommen und hat dann die Schilder bei. Also das ist dann nicht schlecht, ne? Wollen wir mal schauen. Also 5. Und 5. Wir haben ja auch noch einen Feldherrn. Der ist ja auch nicht schlecht. Oh, der gibt unseren Fernkämpfern ja auch nochmal 32,2%. Also nicht schlecht. Nahkämpfer ja brauchen wir jetzt gerade nicht. Aber minus 5% feindlicher Mauerschutz. Und ja, schade, dass der jetzt hier nicht den einen noch hat. Nicht den einen noch hat hier, weil es sind ja 51%. Aber das ist nicht schlimm. Hier dann auch nochmal 5 rein, zack. Und fürs Burgtor, ja, nehmen wir 8. Ups, 15. Nehmen wir 8, 15. Hey, will nicht. So, hey. Er will es echt nicht. Ja gut, manchmal die Bugs hier, ne? Also nehmen wir auf jeden Fall 8. So, und die zweite Welle, die sieht dann wie folgt aus. Schilder, 10. Das wird jetzt auch ein gewagtes Experiment sein hier. Ich werde also jetzt erstmal warten, bis meine Kaserne, bis meine 100, warte mal eben. Lass mal gucken. Ey. Das funktioniert nicht so, wie ich möchte. So. 60%. Okay, komm. Das sind dann 100% Abzug. Ja, werden wir die Schilder mitnehmen und dann die restlichen Einheiten hier verteilen. Werde ich die alle durch die Mitte schicken? Ich glaube, ich werde die alle durch die Mitte schicken. So mache ich das. Dann brauche ich die Schilder hier auch nicht. Zack. Und die nicht. Zack. Habe ich denn noch was Schönes irgendwie, was ich mitschicken könnte? Nö, gerade nicht. Ja, die sind natürlich immer sehr toll, ne? Gerade bei so Angriffen, was Ruhm betrifft und so, kannst du die ganz geil einsetzen. Aber ich lasse das jetzt erstmal so. Also ich wage jetzt den Schritt. Hier sind 9 Stück drin, hier drüben 7. Warte mal, wir könnten aber dann auch besser die anderen hier durch die Mitte nur schicken. Wie war das denn nochmal? Wenn wir jetzt auf 3 Dingern... Ne, ich gehe jetzt nur durch die Mitte. Ich gehe jetzt nur durch die Mitte. Zack. Dann brauche ich auch nicht so viel Werkzeug und so. Zack. Ey, komm schon. Geht ihr eigentlich heute alle wählen? Also wer ist denn so wahlberechtigt von euch? Ich denke mal, sind einige. Also die Mails, die ich manchmal bekomme, ist ja nicht nur von Jugendlichen. Bekommen ja auch einige andere Mails von Erwachsenen. Also ich gehe auf jeden Fall jetzt gleich wählen. Wenn ich jetzt hier da fertig bin und die Burgenfolge fertig habe, werde ich mich zum Wahllokal bewegen. Ja, und werde dann meine Stimme für Deutschland abgeben, für denjenigen, den ich möchte, der unser Land regiert. Und ja, dann hoffe ich mal, dass diese Partei gewinnt, weil ich bin davon überzeugt, dass was ich wähle, dass das gut für uns ist.
Könnt ihr ja mal erzählen. So, jetzt werden wir erstmal unsere Truppen hier losschicken. 14 Minuten 40 werde ich dann in der nächsten Folge, werden wir dann sehen, wie das ausgegangen ist. Drückt mir die Daumen auf jeden Fall. Ich denke mal, da werde ich wieder einiges falsch gemacht haben hier. Aber ich bin auch immer so nervös, weil manchmal macht ihr mich auch so nervös, ne? Manchmal habt ihr so die Vorstellung, dass Epic Leilani alles weiß oder alles wissen muss und dass sie nie Fehler macht. Und manchmal, wenn ich dann wirklich so ein paar Fehler reinhau, sei es aus Nervosität oder sei es, weil ich einfach nicht besser weiß, dann kommen manchmal echt so fiese Mails, muss da noch nicht mal unter Kommentaren sein oder so. Die sind nämlich meistens, weil die öffentlich sind, immer spitze. Aber so Mails kommen dann und ja, du, wie mal, warum machst du das so und hast du nicht gesehen? Ja, sorry, weil ich ein Mensch bin und weil ich auch nicht alles weiß über dieses Spiel. Ich gebe alles weiter und ich bin natürlich auch froh, wenn ihr mir schreibt, was ich besser machen kann. Wie zum Beispiel mit dem Angriff hier. Ich habe jetzt gerade diese prozentuale Sache nicht im Kopf. Wann bekomme ich 30%? Damit habe ich schon immer Schwierigkeiten gehabt, gebe ich zu. Also ich kann mir das einfach nicht merken. Vielleicht sollte ich mir hier irgendwann mal so ein Zettelchen hinlegen, wo steht, so, wenn du jetzt von beiden Seiten gehst, kriegst du nix, kriegst du 0% im Innenhof. Oder also das wäre wirklich ganz gut, wenn ich mir das hier machen würde. Ne? Vielleicht macht sich ja einer gerade mal die Mühe und schickt mir das dann. Und ich kann mir den Zettel dann hier hinlegen. Also dann werde ich den Fehler auch nicht nochmal machen. Aber Leute, ich bin nicht allwissend, seid mir nicht böse, wenn ich irgendwie mal total dumme Fehler mache oder so. Also, ne, ich kann nicht alles wissen über dieses Spiel. Okay, wir sind durch mit dieser Folge, meine Lieben. Vielen Dank fürs Zusehen. Seid mir nicht ganz so böse. Ich wollte jetzt eigentlich was sagen hier über diese Mail und so, aber ich habe mir gerade noch gedacht über diese, ja, 100. Folge. Ich werde natürlich im Vorfeld schon was darüber sagen, weil an diesem Tag, wenn die 100. Folge rauskommt, dann hätte ich gerne ein bisschen Resonanz schon. Aber ich werde mir jetzt noch ein bisschen mehr Gedanken machen mit diesem netten jungen Mann, der mir gerade diesen Tipp gegeben hat, mich noch mal ein bisschen austauschen, mal gucken, wie das alles zu realisieren ist. Ja, und dann werde ich euch früh genug Bescheid sagen. Also freut euch drauf. Tschüssikowski!